Heute das neue Thema, wie stelle ich meine Kupplung nach bei meinem Motorrad? So, wir brauchen zum Nachstellen einfach nur eine Rohrzange, eine große Zange. Das reicht. Einmal am linken Hebel bei der Kupplung einen bestimmten Spiel. Mein Spiel ist jetzt sehr, sehr klein eingestellt, weil ich es so am liebsten habe. Viele haben den Spiel bis hier unten, ist falsch, dadurch, dass du die Kupplung niemals wirklich richtig ziehst, wenn du schaltest. Die Kupplung sollte vielleicht 1 mm bis 2 mm Spiel haben, maximal. Also, Kupplung nachstellen. Hier den großen Ring einmal losdrehen mit der Zange, Zange ansetzen, einmal in die Richtung drehen, dann ist er lose, wie man sieht. Dann kann man ganz entspannt den kleineren Ring hier nach vorne oder nach hinten schieben. Dadurch zieht sich das Kabel rein oder raus. Wenn man dann ein bisschen probiert oder ein bisschen fühlt, merkt man sofort, ob es loser wird oder fester. Wie mehr rein, so loser wird es normalerweise. Ich habe jetzt meine perfekte Einstellung schon gefunden für mich, für die Fahrt. Das heißt, ich habe ganz wenig Spiel, wie man sieht. Das ist mein Spiel. Danach ziehe ich sofort die Kupplung. Das reicht mir vollkommen. So einfach stellt man die Kupplung nach. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal.